Weiß nur noch nicht wie und warum. Moin Leute und willkommen zurück zu Little Hope mit Schnorrer. Ach, Huhu. Huhu. geh weg hier. Huhu. So. Gib dir die Huhu. Guck. Guck. Gucken wir uns alles an? Müssen wir uns alles angucken? Mich würde ja wirklich mal interessieren, wenn wir uns halt nicht alles Ich angucken. glaube, bis auf die Bill, also diese Vorahnung, ist das eigentlich ist nur Hintergrundstory, hat nicht so wirklich. Ja. Was uns ja auf den Schluss bringen soll, ne? Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Hey, Kind. schau mal hier. Letztes Mal haben wir sie ja da gelassen. Das habe ich schon Und mal diesmal gesehen. nehmen wir sie mit und geben das dem Wo? Kind. Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt, damit wir das hier sehen? Er sagt wieder nix. Lass dich anschauen, Puppe. Puppe. Aber Professor, es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Na gut. Bin dabei. Los geht's. Ein Feuerzeug hat auch immer, na klar. Und jetzt fackelt die Bude ab. Ist genau das, sag ich mir auch gerade hinter. Das war's wohl. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht. Noch ein Warum kann Lagerfeuer. ich mir das jetzt nochmal ansehen? Aber das Geile ist auch, das Feuer ist eigentlich neben der Puppe. Na stimmt, jetzt von der Ansicht, ja. Ja, du kannst ja nochmal direkt dir das Teil angucken. So. Guck mir mal hier die Tür an. Das ist, glaube ich, der Ausgang, oder? Da geht's nach draußen. Ist bei mir das Spiel gecrashed? Läuft gerade. Ich bin jetzt durch die geschlossene Tür rausgegangen. Boah, Du krass. auch. Nee, bei mir ist alles offen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Bei mir sind die Türen immer Vielleicht noch hat sie es zu. so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Aber drin waren ja noch ein paar Türen eigentlich, ja. Die konnten wir eh nicht aufmachen. Die ich jetzt geskippt habe. Stimmt, ein paar waren zu, ne? Aber da lag ja vielleicht noch unten Geheimnis. Na, wen hast du es jetzt verkackt, wie immer? Wie immer. Weil war da nicht noch das Geheimnis von ihr hier? Der Akku ist fast leer. Du bist Hauptsache eh Daniel. kein Empfang. Düsentrieb. Finde einen Weg zu den anderen. Bleibt getrennt. Was war das? Weiß nicht. Ach, das ist sie. Leute? Hallo? Wer ist denn sie? Na, Amy, Gedöns, Angela. Ah! Wir sollten weitergehen. Stimmt. Aber das war beim ersten Mal aber auch, ne? Wo Wo sie zur Hölle aber zu sind die dem nur? Zeitpunkt schon tot Haben war. sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Aber man kann jetzt Angela da will nichts ganz machen. sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Aber was natürlich Bist sein du dir kann, ist jetzt, sicher? dass wir nicht zu den Ja, anderen ich kommen, kenne sie sondern schon vielleicht lange. wirklich zu ihr. Länger als ihr. Ne, jetzt gehen wir ja Sie auch hat in eine das Menge Museum, ne? durchgemacht. Letztes Mal war doch alles gespiegelt, ne? Wie gespiegelt. Oder? Okay. Na, sah, waren die 10 Uhr Räume sind, da nicht ist anders niemand. und die Puppen um Bleib mich bloß weg draußen? damit. Diesmal haben wir ja nichts Hey, verändert. es ist immerhin besser als nichts.
Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du, wir haben die Zeitungen oder die Bilder nicht freigewischt? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war's in einem früheren Leben. Finde einen Weg ins Gebäude. Natürlich, lass mal durch die Tür hier. Ah. Zu. Gesperrt. Ist schon ein Weg? Aber irgendwas muss es doch mit dieser Kanalisation auf sich haben, sonst wird die doch nicht so gezeigt. Kann man da nochmal hin zurück jetzt? Ja, das... Da hatten wir ja letztes Mal auch irgendwas gesagt, das wird bestimmt noch irgendwie so ein Fluchtweg ja, sein. Ja, das hast du gesagt, ihr habt ja... Genau. Aber ich hätte mir jetzt, wo du das eben gesagt hast, hätte ich mir auch vorstellen können, dass man das Teil irgendwie aufmachen kann. Ja, aber ist nichts. Um sie dann zu retten oder so. Der macht ja auch die Kamera so eklig. Zurückgehen kann man auch nochmal. Ich habe aber auch das Geräusch nicht wirklich wahrgenommen. Was war denn das für ein Geräusch? Das war ein Schrei, stumpfer Schrei, hätte ich gesagt. Okay. Wird wahrscheinlich noch ihr Kampf sein. Geht's da rein? Nee, das war doch ein Fenster oben. Das Fenster. Hey, Daniel, ja. Sieh mal. Geht's da rein? Sieh doch mal. Stellt halt die gleichen Fragen, ne? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Aufgehebelt mit den Händen. Ach, bring es hinter uns. Oh. Brauchst du eine neue? Die stand da letztes Mal nicht, ne? Ist doch. Komm schon, mir nach! Ist ja sicher? Ja. Denk dran, wir sollen zusammenbleiben, ja? Kann doch gar nicht machen. Stand da aber. Tür ist offen. Bin ich mal gespannt. Das letzte Mal war ja die eine Puppe da schon. Sieht so echt aus. Gruselig. Oh. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Ach so, ja, wenn du in den Raum gehst, dann kommt sie ja wieder in die Vergangenheit, ja. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne... Aber wir können jetzt auch nicht entscheiden, da nicht reinzugehen, ne? Und ich habe gerade was anderes gesehen. Wir trennen uns. Okay. Bei mir ist... Oh! Alter, hab ich mich erschrocken. Ich kann mich, wie kann ich mich denn entscheiden? Taylor! Ach so. Alles okay? Was ist los? Komm schon! Okay.
Sie wohnen jetzt beide wieder. Ich habe Stimmen gehört. Ich habe mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Was riechst du das? Was rieche ich das? Na, du wolltest eben irgendwas sagen. Da, ein Messer. Wenn du hast jetzt ein Messer gefunden? Dann ist es verdammt lange her. Hatten wir letztes Mal auch. Nehmen wir es mit? Da, nimm du es. Warum? Selbstverteidigung. Was denn sonst? Okay, du fühlst dich sicherer damit. Klar. Was sind das hier? Eine Bibel oder was? Die Holy Bible. Riechst du das? Da waren ja diese Namen und so drin, ne? Nee. Wirklich einfach nur eine Bibel. Oh. Was denn jetzt? Ah, jetzt ist die Puppe hier runtergefallen. Achso. Da, wo die hängen? Ach, da, ja. Ach, guck an, jetzt ist die verbrannte Puppe aber weg. Das ist ja auch ein bisschen, naja. Ja, und das war ja das letzte Mal, haben wir doch die Puppe wieder hingestellt und dann war sie ja auch weg. Also so wie wir jetzt gucken, war es ja letztes Mal auch. Was so? Oh, du bist weggeportet bei mir. Jetzt und du hast mich jetzt zu der Puppe gerufen. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Gruselig. Hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, bei diesen, also wenn wir mal wegporten, ne, in die Vergangenheit, dass die ja so oder so sterben, ne? So wie beim Intro. Glaube ich nicht. Weil die sind ja tot. Weißt du? Ja, aber ich glaube, egal was für was du dich entscheidest, sie werden sterben, aber und welche Auswirkungen hat es wahrscheinlich trotzdem? Wenn maximal am Ende im Haus. Durchblicken Sie die Lage langsam. Das kann sein, ne? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Einerlei. Nun, da ein Kinderspielzeug verbrannt ist, sind alle in Sicherheit. Oder? Na, müssen wir jetzt alle in Sicherheit sein. Jetzt endlich hat jemand eine Waffe. Das könnte nützlich sein. Ich kann Ihnen helfen mit einem kleinen Tipp. Kein Tipp? Sie denken wohl, Sie lösen das Rätsel allein. Es steht mehr auf dem Spiel als Leben und Tod. Hoffentlich ist Ihnen das klar. Das hat richtig angepisst. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris,
glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. So ein Glück. Wir können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. So. Da sind wir wieder auf der Straße. Dann würde ich sagen, wir machen ein Päuschen. Tschüss. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.